ihr Lieben! Heute habe ich noch meine Neuerscheinungen für den Dezember für euch und es sind nicht ganz so viele wie in den letzten Monaten. Der Dezember ist ja immer eher ein ruhigerer Monat, wenn es um Bücher geht und da ich ja auch immer nur die Bücher raussuche, die mich persönlich interessieren, war es jetzt halt nicht ganz so viel. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Medien. Insgesamt habe ich jetzt 6 Bücher für euch und noch ein 7., was jetzt eventuell im Dezember rauskommt. Ich bin mir jetzt aber noch nicht so sicher, ob es nicht nochmal verschoben wird. Und ja, fangen wir mit dem 1. Dezember an. Und am 1. Dezember habe ich 2 Bücher rausgesucht, die dort rauskamen. Und zwar einmal The Goal von Elle Kennedy. Das ist der 4. Teil, der jetzt, muss ich überlegen, wie die Reihenbezeichnung war. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von The Deal war ja der 1. Teil, den habe ich auch schon gelesen. Und The Goal ist jetzt auf jeden Fall der 4. Teil. Und ich möchte diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen, deswegen habe ich mir den 4. Teil natürlich auch mal mit rausgesucht. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Sabrina James träumt von einer Karriere als Anwältin und arbeitet hart für ihre Ziele. Den College-Abschluss als Jahrgangsbeste hat sie bereits in der Tasche. Und nebenher jobbt sie für ihr Studium in Harvard. Auch in der Liebe nimmt sich Sabrina, was sie will. Gegen prickelnde Zerstreuung hat sie nichts, aber für eine Beziehung blieb bisher keine Zeit. Doch dann lernt sie John Tucker kennen. Auch er weiß genau, was er braucht. Sie. Aber als sie sich zueinander bekennen, wird ihr junges Glück auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Und diese Prüfung zu bestehen, hat nichts mit Fleiß zu tun. Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Das klingt wieder nach einer richtig tollen Adult-Geschichte. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass dieses Buch rauskommt, denn irgendwann möchte ich diese Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Das zweite Buch, was ebenfalls am 1. Dezember erscheint, ist Winter Song von S.J. Jones und ich fand, dieses Buch hat sich auch sehr, sehr interessant angehört und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Die 19-jährige Lise ist mit der Sage um den faszinierenden wie schrecklichen Erlkönig aufgewachsen. Ihre Großmutter hat sie immer ermahnt, die längste Nacht des Winters zu fürchten, in der der König ein hübsches Mädchen in die Unterwelt entführt. Als ein unheimlicher, gut aussehender Fremder auftaucht und Liesels Schwester mit sich nimmt, wird Liesels schlimmste Befürchtung wahr. Nur sie kann ihre Schwester noch aus den Fängen des Erlkönigs retten, indem sie ihm in seine Reich folgt und ihn anstelle ihrer Schwester selbst heiratet. Doch wer ist der mysteriöse Mann? Und ich ende jetzt hier mal an dieser Stelle. Eigentlich stehen hier noch 3 Sätze mehr. Die möchte ich jetzt euch aber nicht vorlesen, weil ich finde, dann erfährt man schon zu viel von dieser Geschichte. Und ja, ich fand, das klang sehr, sehr interessant. Ich finde ja so Geschichten, um so sagen, auch immer sehr, sehr spannend. Und gerade diese ganze Erlkönig-Thematik finde ich sehr, sehr interessant. Und ich muss sagen, dass der Name Liesel ein bisschen schwierig auszusprechen ist beim Lesen. Und ja, Wintersong erscheint am 1. Dezember und ich bin mal gespannt, was dieses Buch für uns bereithält. Und das dritte Buch, was ich euch zeigen möchte, erscheint am 11. Dezember. Und hier kann ich euch zum Inhalt nichts verraten, denn es ist der 3. Teil der Titan-Reihe, Glanz der Dämmerung oder in Deutsch auch die Götterleuchten-Reihe. Und ich freue mich schon so unglaublich auf dieses Buch. Das Ende vom 2. Teil war ja so dramatisch und das war ja so, das hat ja so eine krasse Wendung genommen am Ende und die ganze Sache ist ja jetzt komplett neu gemischt und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es im 3. Teil jetzt weitergeht und freue mich schon wahnsinnig doll drauf. Auch wenn es nicht der letzte Teil der Reihe ist, leider Gottes, wir haben ja hier noch einen 4. Teil, der nächstes Jahr erscheint und ich hoffe wirklich sehr, dass der HarperCollins Verlag den 4. Teil dann auch mit kaufen wird und ihn dann nächstes Jahr noch mit rausbringen wird. Ich hatte ja auf der Buchmesse mit der Jenny vom Verlag gesprochen und sie meinte zu mir, dass die Reihe ihnen von dem amerikanischen Verlag als Trilogie verkauft wurde. Deswegen dachten sie ja, dass diese Reihe jetzt abgeschlossen wäre. Deswegen wurde das Buch auch vom HarperCollins Verlag überall als letzter Teil der Trilogie angepriesen, was ja nicht so ist. Und ja gut, dumm gelaufen kann man nicht ändern. Auf jeden Fall kommt der 4. Teil dann nächstes Jahr hoffentlich noch mit raus. Und ich freue mich jetzt aber erstmal auf den 3. und bin gespannt, wie es mit Josie und Seth weitergeht und ob sie es schaffen werden, die Titanen zu besiegen. Oh, ich freue mich schon so. Ich bin schon so happy. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, werde ich mir auf jeden Fall auch kaufen. Und es ist eine weitere Fortsetzung, denn am 21. Dezember erscheint der 4. Teil der Game On-Reihe von Kirsten Callihan. Und ich liebe die Game On-Reihe bisher. Und ich habe ja erst gedacht, dass es im 4. Teil, so wie es immer klang, so wie es auch irgendwo gelesen hatte, um den einen Footballer geht, der noch auf dem College ist. Aber wenn ich jetzt das hier lese, was ich hier rausgesucht habe, geht es gar nicht um den, sondern um wen ganz anders. Und ich lese es euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Was soll ich über Chess Cooper sagen? Die Frau zwingt mich in die Knie. Das wusste ich ungefähr 5 Minuten, nachdem sie die Höhlen für mich fallen ließ. Für Quarterback Finn Mendes läuft das jährliche Kalendershooting definitiv anders als erwartet. Die taffe Fotografin Jess bringt ihn völlig aus der Fassung. Als Jess unerwartet ihre Wohnung verliert, bietet Finn ihr kurzerhand an, bei ihm unterzukommen. Und schon bald erkennt er, dass sie die Frau ist, von der er mehr will als nur eine Nacht. Ein Sportler mit einem Ruf als Playboy ist jedoch das Letzte, was Jess für eine Beziehung sucht.
Und ich finde, das klingt wieder ganz, ganz toll. Und wer Kirsten Callihan kennt, der weiß, dass sie ganz, ganz tolle Charaktere schreibt und dass sie Charaktere zum Verlieben schreibt. Und deswegen bin ich jetzt schon so auf den vierten Teil von Game On gespannt. Und ja, freue mich, dass dieses Buch am 21. Dezember erscheint. Dann habe ich mir noch ein Buch rausgesucht, was kein Liebesroman ist. Und ja, dieses Buch klang auch sehr, sehr interessant. Und zwar heißt dieses Buch, jetzt muss ich nochmal abspicken. Und zwar heißt dieses Buch Gefährliche Wahrheiten und erscheint ebenfalls am 21. Dezember. Und ich lese euch auch hier nochmal vor, worum es in diesem Buch geht. Überall lauert Gefahr. Das weiß die 17-jährige Kelsey nur zu gut. Denn ihre Mutter hat das Haus... seit Kelseys Geburt nicht verlassen, seit sie mehreren Kidnappern entkommen konnte. Zu ihrem Schutz verhält Kelsey sich möglichst unauffällig. Doch ein Autounfall, bei dem sie von einem Mitschüler gerettet wird, löst ein wahres Medienfeuer aus. Als Kelsey wenig später abends nach Hause kommt, ist ihre Mutter verschwunden und auf dem Gelände verstecken sich Fremde. Aber das Böse wartet nicht im Dunkeln, sondern in ihrer Vergangenheit. Und ich finde, das klingt sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und das ist ein Jugendthriller aus dem Carlsen Verlag und... ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe es mir jetzt einfach mal mit aufgeschrieben. Ob ich das Ganze jetzt mitlesen werde, weiß ich nicht. Aber ich habe es mir jetzt auf jeden Fall erstmal mit aufgeschrieben, weil ich fand, dass es sehr, sehr interessant klang. Und damit wären wir jetzt eigentlich auch schon beim letzten Buch für dieses Video. Und zwar heißt das Herz auf Anfang von Jo Watson. Das ist der zweite Teil dieser Reihe schon. Viele werden sicherlich den ersten Teil schon kennen von Herz. Wie heißt denn der erste Teil? Herz auf Kopf oder sowas hieß der von Jo Watson. Und dieses Buch hat ja wirklich durchweg positive Kritiken bekommen. Es soll sehr, sehr witzig gewesen sein. Und auch wenn ich mir hier den Inhalt vom zweiten Teil durchlese, klingt das wieder sehr, sehr lustig und sehr, sehr interessant. Und ich habe mir das Buch jetzt einfach mal mit aufgeschrieben und lese euch auch immer vor, worum es im zweiten Teil geht. Ein ruinierter Louboutin ist kein schöner Anblick. Eine nackte Frau auf deinem Freund ist kein schöner Anblick. Und wenn dein Freund zusätzlich Nippelklemmen trägt, ist das definitiv kein schöner Anblick. Aber wollt ihr wissen, was noch schlimmer ist? Wie wär's mit einer Gefängniszelle? Annies Trennung von ihrem Freund als ein Drama zu bezeichnen, ist wohl die Untertreibung des Jahrzehnts. Annies Herz ist gebrochen und seitdem läuft in ihrem Leben nichts mehr nach Plan. Die einzige Rettung? Urlaub im Tropenparadies. Dumm nur, wenn der frisch liierte Ex auch genau dort auftaucht. Annie braucht händeringend einen Plan B und der heißt Chris, ist unglaublich sexy und hat glücklicherweise gerade nichts anderes vor, als Annies neue Liebe zu mimen. Und ich finde, das klingt doch schon sehr, sehr interessant und gerade der Anfang, das mit den Nippelklemmen, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich schon gelacht, ne? Also ich finde, das klingt auch wieder nach einem Buch mit sehr, sehr viel Humor und ja, ich habe es mir jetzt auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und wie gesagt, das Buch erscheint am 21. Dezember. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich durch für den Dezember. Ich habe jetzt noch ein Buch, was eigentlich im November schon erscheinen sollte, wo aber der Erscheinungstermin verschoben wurde. Jetzt glaube ich erstmal auf den 10. oder 12.12. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Verlag das Datum jetzt nochmal ändert und das Buch nochmal verschieben tut. Und zwar rede ich vom vierten Teil von der Forever in Love-Reihe von Cora Carmack. Ich hatte mich ja so gefreut, dass dieses Buch jetzt rauskommt. Und ja, der Verlag hat dann angekündigt, dass es verschoben wird. Ich glaube jetzt erst irgendwie war es auf den 11., 10., 11., 12.12. Es kann natürlich aber auch nochmal sein, dass es nochmal verschoben wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, war ich sehr, sehr traurig darüber und hoffe jetzt, dass es im Dezember erscheint, denn ich freue mich schon das ganze Jahr auf diese Geschichte. Ich möchte diese Geschichte endlich lesen und ja, drückt mir da die Daumen, dass das Buch rauskommt und drückt euch die Daumen, falls ihr das Buch auch lesen wollt. Und ja, hoffen wir, dass es nicht nochmal verschoben wird. Und ja, damit wären wir jetzt auch durch. Das waren meine Bücher für den Dezember und wie immer gilt, falls ihr noch Bücher habt, wo ihr sagt, das musst du dir unbedingt mal angucken, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Denn auch ich bin nicht perfekt und ich vergesse auch gerne mal ein paar Bücher und übersehe auch gerne einfach mal was. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.